Hi, heute geht's um die Top 10 Schattenpflanzen. Ich bin Alex von Garten Expedition. Wenn du das cool findest, was ich hier mache, dann abonniere den Kanal und dann kannst du mich auch begleiten, wie ich diesen Garten zu einem Naturgarten umbaue. In diesem Video beziehe ich mich auf 10 Pflanzen, die blühen, also 10 Blühpflanzen für den Schatten. Teilweise auch ein bisschen für den Halbschatten, aber meistens sind für den Schatten. Und wir fangen auch mal an. Ich habe ja mein Skript. Die erste Pflanze, die du in den brutalsten Schatten pflanzen kannst, ist der Waldsauerklee, Oxalis acetosella. Das ist eine heimische Staude, die breitet sich auch aus für den Halbschatten und Schatten. Die ist sowas von lichtempfindlich, der reichen schon sehr, sehr, sehr schwache Lichtverhältnisse aus, um zu wachsen und zu blühen. Die bildet einen teppichartigen Wuchs, wie ich schon gesagt habe. Die ist hellgrün, bisschen herzförmige Blätter hat sie und die Blüten, die sind weißlich, die sind manchmal ein bisschen blau geädert und die blühen dann von April bis Mai. Übrigens, ich versuche hier in dem Video die so eine Art Trachtfließband für Schattenpflanzen abzudecken. Das heißt, von Frühblühern bis relativ spätblühende Schatten für den Schattenpflanzen für den auch echt dunkle Schatten auf der Nordseite zum Beispiel. Warum ist der Waldklee noch so ökologisch wertvoll? Folgendes: Der ist halt durch diese frühe Blütezeit eine sehr gute Trachtpflanze für frühfliegende Wildbienen oder Hummelkönigin, die natürlich viel Nahrung brauchen zur Bildung eines Staats. Die kann man auch, diesen Waldklee, Waldsauerklee kann man auch wunderbar unter Gehölzen pflanzen. Ich habe den jetzt hier in meinem Waldbeet noch nicht drin, weil ich den nicht bekommen habe zur Zeit, warum ich das gemacht habe. Aber der wird bestimmt noch erfolgen. Der Waldklee kommt in Deutschland sogar noch relativ häufig vor. Von der Bestandsbedrohung ist er also, der ist nicht bestandsbedroht. Er ist eine Raupenfutterpflanze für 4 verschiedene Raupenarten. Gehen wir mal weiter. Nehmen wir mal die Punkt 2. Halbschatten beschatten. Im Schatten blüht er, also im Vollschatten blüht die nicht so stark wie im Halbschatten oder in der Sonne. Und zwar ist es die akeleiblätterige Wiesenraute. Die habe ich jetzt erstmalig, als ich dieses Waldbeet hier angelegt habe, auch eingepflanzt. Die wird bei mir 2024, also in diesem Jahr hier, in die Blüte gehen das erste Mal. Und die akeleiblätterige Wiesenraute ist ein einheimisches Hahnfußgewächs. Hahnfußgewächse sind zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ich habe früher als Kind immer Butterblümchen, du kennst das. Das ist zum Beispiel auch ein Hahnfußgewächs. Die Wiesenraute ist eine ausdauernd bildende Staude. Die Blätter sind halt unverkennbar, die sind halt so geschlitzt, sehen halt auch aus wie Hahnfüße. Und von der Blüte her, da gibt es klar auch verschiedene Zuchtformen, aber die Blüte ist so puschelig, die ist so ein bisschen, würde ich sagen, so rosa gepudert sieht es aus. Und die wird bis zu einem Meter hoch. Und hat dann oben, wie gesagt, dann als Abschluss diese flauschigen Rispenblüten. Wiesenraute ist als Nektarpflanze komplett interessant, weil die bildet gar kein Nektar aus, aber dafür sehr, sehr reichlich Pollen. Und das ist ja wiederum sehr gut für das Perla zum Beispiel. Also dieses, würde ich sagen, Bienenbrot, was die Wildbienen und die Bienen, ich muss gucken, ob mein Honig ausbricht, sorry. Ne. Was diese Bienen den Larven in den Brutröhren mitgeben als Nahrung für den Winter zur Entwicklung im nächsten Jahr. Der Standort von so einer Wiesenraute ist so feuchte, lehmig, kalkhaltige Erde. Das passt wunderbar. Die geht aber auch in der Sonne. Dann würde ich auch aufpassen, dass du entweder hohen Grasbewuchs hast, dass der Boden beschattet ist, wegen dem Halten der Feuchtigkeit. Oder dass du den halt irgendwie vielleicht eher am Teichrand setzt, wo dann halt durch die natürliche Kapillarwirkung des Wassers dann auch die Erde ringsherum feuchter bleibt. Da die relativ groß wird, würde ich die auch eher als Hintergrundpflanze nehmen. Oder vielleicht, wenn du es als Akzent setzen willst, dann auch direkt mehrere im Hintergrund oder einfach an einer Stelle, wo dann jeder die bewundern kann. Oder halt als Massentracht für die Wildbienen dann dienen. Ja, also wird ungefähr 1,20 Meter, 1,50 Meter hoch, 5 cm breit und versamt sich sehr stark. Bin ich mal gespannt, also ich freue mich schon immer drauf, wenn die Sachen sich versamen. Deswegen
Und für die Ökologie ist es so, 18 Wildbienen nutzen den Pollen zum Fressen und die wird von 13 Raupenarten als Futterpflanze verwendet. Dann musst du die Kamera drehen, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Ich hatte da gerade auf jeden Fall eine Sonnenreflexion drin. Machen wir weiter. Das ist jetzt Technikquatsch. Das interessiert die wahrscheinlich nicht. Eine relativ früh blühende Pflanze, eine für viele Menschen auch als Beikraut, Unkraut gesehene Pflanze, ist das Schaboxkraut. Mega wertvoll. Schabock kommt von dem Wort Skorbut. Mittlerweile Schaboxkraut ist geläufig. Es wurde früher als Skorbutkraut verwendet, weil es einen sehr hohen Vitamin C-Gehalt hat. Aber sollst du nur in Maßen verzehren, weil es auch giftig sein kann. Und das ist halt auch ein Bodendecker. Das sind ganz, ganz feine Knötchen. Die fallen ja beim Umgraben des Bodens gar nicht auf. Und wir hier im Niederrhein, bei uns wächst das überall. Ich habe das auch im Garten hier in der Fläche immer wieder verteilt. Und das Schaboxkraut hat so strahlenartige Blüten, so ein bisschen, ja, wenn ich sage Margaritenblüten, ist falsch, aber die sind nicht so dicht, aber so gelbe Blüten hat die, so, die sind so strahlenförmig angeordnet und ist halt ein sehr wichtiger Frühblüher für halt die Hummelkönigin oder frühfliegende Wildbienen, andere Insekten, Zweiflügler. Ökologischer Wert hat es, von 23 Wildbienen wird es angeflogen. Und eine Raupenart frisst allerdings nur dran, hat einen relativ geringen Nektarwert, 1 von 4 auf der Imkerskala und einen Pollenwert von 2 von 4 auf der Imkerskala. Der Standort, der ist hier bei mir passend, unter den Kirschbäumen, der wächst ganz gerne unter Sträuchern und unter Bäumen, bildet dann auch da relativ große Teppiche aus und blüht bei mir hier am Niederrhein meistens so März bis April rum. Ja, ansonsten, diese kleinen fleischigen Brutknötchen oder Brutknöllchen und kleinen Wurzeln, also mir fallen die beim Ausgraben nicht auf, die sind wirklich sehr, sehr klein, aber die sind, dadurch verteilt sich das ja sehr gut, weil man es eigentlich erst gar nicht merkt. Wie die Versamung ist, weiß ich nicht, allerdings bildet der auch Ausläufer, aber nicht in so einem richtig großen Ausmaß, wie zum Beispiel eine Goldnessel oder sowas. Das geht schon von den Ausläufern her, weil die hauptsächlich eher in den Knötchen, in den Knöllchen sind und sich daraus entwickeln. Also bei mir habe ich das noch nicht erlebt, dass ich jetzt in den 5 Jahren hier so eine starke Ausbreitung hatte. Von daher, ja, und die können sowohl in Sonne stehen, aber auch im tiefsten Schatten. Von daher, die wachsen bei mir hier, als es hier noch alles Hochstaudenflur stand. Vor 3 Jahren, da kam auf dem Boden echt so wenig Sonne hin. Und da haben die trotzdem geblüht und das war echt top. Und die haben teilweise sogar noch, als sie vor 5 Jahren noch die Hecke stand, da haben sie auch darunter geblüht. Von daher, das war schon echt respektabel für so eine kleine Pflanze. Die Waldwitwenblume, Knautia dipsacofolia, ist, also ich persönlich mag sehr gerne Knauzien. Knautia arvensis ist eine meiner Lieblingspflanzen. Und die Waldwitwenblume, die habe ich leider hierfür nicht bekommen, für das Beet, die müssen noch mal irgendwann folgen. Aber die Waldknauze ist eigentlich eher eine Alpenpflanze, kommt in den Alpen und den Pyrenäen vor, wächst aber von sonnig bis schattig. Das heißt, sie wächst auch in Bergtälern und Schluchten und da, wo halt relativ wenig Sonnenlicht hinkommt. Und die wächst halt auch hier im beschatteten Bereich unter Bäumen. Und die, also Knauzien fangen ungefähr Juni an zu blühen, bei mir manchmal auch Ende Mai. Aber im Juni fangen die an zu blühen und dann blühen die halt teilweise August bis September rein. Und das ist halt auch eine Pflanze, die den Hochsommer, den Sommer und den Herbst bis Anfang Herbst abdeckt. Und so hast du damit auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Aspekt für das Trachtfließband, was ich dir gerade gesagt habe. Und die hat so einen krautigen, horstbildenden Wuchs. Die werden teilweise echt so groß, wenn die im vollen Saft stehen. Gerade jetzt um die Jahreszeit sind die halt alle relativ mickrig und klein. Und die überdauern halt in der Wurzel. Also wenn der oben der Aufwuchs fast nicht vorhanden ist, der Speicherorgan ist so eine dicke, fleischige Wurzel. Das nennt man Rhizom und das ist dann in der Erde drin und dann treibt die im Frühjahr, wenn es wieder die Bodentemperaturen steigen und die Lichtintensität wieder da ist, steigen die raus und dann kommt dann wieder der volle Blattaufwuchs zutage. Die Blüten sind so bläulich, lila, eher ins Lilane gehend.
Und wie ich gerade schon gesagt habe, blüht von Juni bis September. Das steht hier gerade auf meinem Zettel in dem nächsten Satz. Und das ist halt eine hervorragende Bienen- und Schmetterlingsweide. Also allgemein, Knauzchen sind sowohl für Schmetterlinge noch mehr als für Bienen hervorragend. Das sind wirklich hervorragende... Junge Dame, ist gut jetzt? Nee, ist gut jetzt. Das sind hervorragende Blüher und ich kann dir das echt nur empfehlen, entweder Ackerwitwenblumen oder Wiesenwitwenblumen oder dir im schattigen Bereich diese Knauze zu holen. Ich muss mal gucken, inwiefern ich in meinem Online-Shop von allen Pflanzen, die ich hier vorstelle, Saatgut anbieten kann. Den Link findest du unter der Infobox. Da geht es im Online-Shop. Und da kannst du gerne mal rumgucken. Da haben wir nicht nur Blumensamen, sondern auch viele Samen für den Natur- oder viele Produkte für den naturnahen Garten, so wie Ohrenkneiferhäuser, Nistmaterialien für Vögel, für Wildbienen, für den Igel. Schau einfach mal um, wenn du Bock hast. Eigenwerbung aus, machen wir weiter. Und der ökologische Wert von der Waldknauze, wie ich ja gesagt habe, für Wildbienen, zum Beispiel 13 verschiedene Wildbienenarten fliegen die an. Und wahrscheinlich, also Hummeln zählen ja auch zu den Wildbienen. Ich sehe da auch das öfter mal eine Hummel dran. Aber Hummeln sind ja eher so viele Hummelarten, nicht alle. Viele Hummelarten sind eher generalistisch veranlagt. Von daher ist es so, dass du dadurch auch wirklich auch solche Hummeln fördern könntest. Nächste Pflanze. Eine meiner Lieblingspflanzen im Garten. Klebrige Salbei. Salvia glutinosa ist der Burner. Also die wird zwar auch richtig groß, da habe ich auch hier einen drin stehen. Ich blende aber jetzt gerade hier gleich da mal im Short von letztem Jahr, wie groß die werden und wie die Blüten aussehen. So eine schön gelbe mit leicht bräunlichen Anteil, so eine Blüte. Blüht wirklich sehr, sehr lang. Blüht, habe ich das hier stehen, bis Oktober. Bei mir blühen die bis Oktober hinein. Obwohl bei uns am Niederrhein ist es nicht immer ganz so kalt schon im Oktober. Teilweise blüht auch noch Anfang November und fängt dann im Juli rum an. Also fürs Trachtfließband, für den langblühenden Aspekt perfekt. Bildet teilweise wirklich einen Meter dicke Horste und bildet so viele Blüten im zweiten, dritten Jahr, wenn die älter sind, die Pflanzen. Das ist unglaublich. Und die blüht auch im tiefsten Schatten. Ich hatte die wirklich hier unter dem... bei mir unter dem großen Eibisch, der kaputt geht, drinstehen. Da kam bis vor 3 Jahren, als da noch Blätter da waren, kein Licht am Boden und der trotzdem geblüht. Also das war wirklich krass. Und der klebrige Salbei, der kommt daher, wenn du die Blätter zusammendrückst, kleben die so zusammen. Die braucht auf jeden Fall nährstoffreiche, humusreiche Böden. Das heißt, für ein Waldbeet top. Für die Schattenseite top. Wenn du da Sand drin hast, würde ich die Erde ein bisschen aufwerten mit Blumenerde. Nimm natürlich torffreie Blumenerde. Oder nimmst am besten Kompost aus dem Garten, der schön fett ist, um das aufzuwerten. Muss ein bisschen unterarbeiten, weil sandiger Boden ist nichts für den. Und der verträgt auch gut Trockenheit oder trockenen Schatten, aber eine Wassergabe ist da nie verkehrt. Also ganz ehrlich, bei dem regenreichen Sommer 2023, da bei mir waren die wirklich, die 3-4 Stauden, die ich habe, die waren wirklich richtig, richtig gut. Wird 1 Meter hoch und bildet teilweise bei mir wirklich 1 Meter dicke Durchmesser an Pflanze. Frostverträglichkeit ist minus 28 Grad, kommen wir hier in Deutschland selten dran. Und der Mehrwert für Wildbienen, bis zu 38 verschiedene Wildbienenarten fliegen den an. Den klebrigen Salbei und 5 Raupen fressen an dieser Pflanze. Nächste Pflanze, soll auch im Schatten gehen. Bin gespannt, ich habe da jetzt 2 Stück von drin. Und zwar sind das die Süßdolden, Myris odorata. Und die kommen hier auch vor, aber mehr in Südeuropa. Da sind die eher noch heimisch als hier. Ist aber bei uns eine alte Heil- und Gewürzpflanze und ist eine ausdauernde Dolde, bildet dicke Rübenwurzeln, also ist schon so eine Rhizomwurzel, aber eher dick wie so eine Rübe und hat so farnblätteriges Laub. Schau dir auch mal gerne mein Waldbeet-Video an, wie ich das hier angelegt habe, da siehst du es nämlich drin. Die wird 1 Meter hoch und 1 Meter breit und
ist in Deutschland, aber wie ich gerade schon gesagt habe, extrem selten. Und für Bienen bietet sie den Mehrwert, für 18 Wildbienen saugen oder fressen den Pollen daran oder saugen den Nektar daraus. Und du kannst die auch ernten und in der Küche verwenden. Aber ganz ehrlich, da gibt es schon so selten viele Pflanzen von. Und wir sollten die, also meines Erachtens, ich nutze das nicht als Nutzpflanze, ich behalte die lieber als Mehrwert für den Garten. Aber das ist ja deine Sache, ich schreibe dir das nichts vor, weil du bist der Architekt deines Gartens und mach die Pflanzen oder nutz die Pflanzen so, wie du meinst. Von daher, mach das gerne. Scheiße, ist das kalt, ey. Man muss sich eigentlich bei minus 5 Grad ein Video drehen. Nächste Pflanze. Auch eine Top-Frühjahrspflanze. Geflecktes Lungenkraut. Pulmonaria officinalis. Habe ich auch hier drin, habe ich mir von meinen Beständen abgestochen, reingesetzt. Sehr schön. Ist ein Raublattgewächs, ein einheimisches. Bildet auch Rhizome aus und blüht schon sehr früh im Frühjahr. Bei mir fangen die auch wirklich schon die ersten Blüten im März rum an. Und die wachsen auch im tiefsten Schatten. Wirklich, da brauchst du keine Angst haben. Und im Anschluss bilden die meines Erachtens einen relativ schönen Blattschmuck, weil diese Pflanzen, die haben dann, nachdem die Blüten vergangen sind, noch diese tiefgrünen mit hellweiß gefleckten Blätter. Und die sehen halt echt schon schön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Pflanzen stehen gerne an schattigen, feuchten Stellen im Garten, aber auch unter, wie gesagt, unter so einem Hibiskus, der auch viel Wasser zieht, kein Problem. Was ist denn los jetzt hier? Ich mache gerade ein Video, Ruhe jetzt. Und du kennst die vielleicht von den Blättern her, die sind am Anfang rot und später färben die sich blau um. Und das ist, das hat was, glaube ich, mit der, nicht nur dem Alter der Blüte zu tun, sondern auch, ich glaube, mit dem Angebot. Es ist irgendein Signal für die Bienen. Aber ich weiß es gerade nicht ganz genau. Bevor ich Ihnen Quatsch erzähle, erzähle ich lieber nichts. Und die Pflanze, also irgendwann das gefleckte Lungenkraut, das ist echt anspruchslos. Ne? Solltest du mal aus Versehen drauf treten oder irgendwie was weghaken, ist egal. Die kommen wieder. Und ich lasse die bei mir immer wieder auch aussehen. Die brauchen die Stratifikation, das heißt die Einwirkung von Kälte im Winter auf die Samen. Dann werden in dem Samen Prozesse ausgelöst, die die Keimhemmung abbauen und dann im nächsten Frühjahr keimen die dann. Also du kannst wirklich hingehen, die Samen sammeln, ausstreuen oder lässt sie einfach in der Pflanze und lässt den Igel das machen. Jetzt gerade hier direkt neben der Kamera, einen Meter von mir entfernt, sitzt gerade ein kleiner Haussperling und frisst Ameisenknödel. Sehr cool. Winterfütterung, auch ein cooles Thema. Habe ich das Video vor diesem Video dazu gemacht. Also auch im Januar 2024. Schau da mal gerne mal an. Ist auch ein sehr, sehr ultimatives, lehrreiches Video. Ansonsten für Wildbienen, an dem gefleckten Lungenkraut, 16 verschiedene Wildbienenarten fliegen dieses Lungenkraut an. Wildbienen, auch Hummelkönigin, Erstnahrungsangebot für Hummelköniginnen, gerade dann, wenn die Brut aufbauen möchten, perfekt. Und 6 verschiedene Raupenarten fressen dran und das Lungenkraut bietet sogar 2 von 4 Nektar und Pollen auf der Imkerskala. Das heißt, ein durchschnittliches Nektarangebot, was wirklich im Gegensatz zu einem Gänseblümchen in Fülle ist, ist es schon gut. So, nächste Pflanze, Pflanze 8, Waldwicke. Ich überblende jetzt hier mal ein Foto davon, weil meine habe ich letztes Jahr auch eingepflanzt. Die wächst dieses Jahr das erste Mal an in meinem Frühlingsbeet, was auch ein Schattenbeet ist. Und da wachsen eigentlich nur in die gemeine Zaunwinde. Und ich brauche ein bisschen Konkurrenz dazu. Und da hinten kann es auch Ausläufer bilden. Von daher ist es ganz cool, dass die Waldwicke da wächst. Die Waldwicke ist in komplett Europa verbreitet, im ganzen eurasischen Gebiet. Die kommt von Südfrankreich bis Sibirien vor. Also hat ein sehr, sehr gutes Verbreitungsgebiet. Ist auch nicht vom Aussterben bedroht, was schon mal gut ist. Und weil es ein Schmetterlingsblütler ist, ist es schon mal eine sehr... Heißt es fast schon automatisch... Die Ente, hä? Also entweder jetzt gleich Entenbraten oder nicht. Warte mal. So, die Damen und der Herr, die haben jetzt Salat bekommen. Ich hoffe, ich kann jetzt in Ruhe weiterdrehen. Also, wo war ich stehen geblieben? Also, die Waldwicke ist Schmetterlingsblütler, was schon mal ein Indiz ist, dass es sehr, sehr wertvoll sein könnte für Wildbienen, weil Schmetterlingsblütler allgemein
sind schon sehr wertvoll für Schmetterlinge und für Wildbienen. Und die bildet so, so kleine Traubenblüten, die auch zwittrig sind. Die sind ein bisschen violett. Und diese Traubenblüten werden sehr, sehr gerne von Wildbienen bestäubt. Und die wächst halt klassisch in Wäldern. Deswegen auch Waldwicke. Blüht von Juni bis August, wird 2 Meter groß. Du kannst wunderbar so eine hässliche Sichtschutzmatte wie die hier damit verdecken. Muss aber bewusst sein, die bildet Ausläufer. Also das ist nicht für jeden was. Also deswegen musst du schon bewusst sein, wenn dir das reinholst, wo du es hinpflanzt. Wie ich gesagt habe, Schmetterlingsblütler sind allgemein sehr, sehr gut für Wildbienen. Denn in dem Fall zieht die Waldwicke bis zu 68 verschiedene Wildbienenarten an, die Pollen und Nektar ranfressen. Und der Mehrwert für Schmetterlinge bzw. für Raupen liegt dann da drin, dass bis zu 23 verschiedene Arten an dieser Pflanze fressen. Nektarwert auf der Imkerskala 3 von 4, was schon echt viel ist, und Pollenwert aber nur 1 von 4. Aber egal, Hauptsache es ist was da zum Fressen. Nächste Pflanze ist auch wieder ein Frühjahrsblüher, und zwar Hola Lerchensporn, Corydalis cava. Habe ich hier auch eingepflanzt, ich habe 20 verschiedene Knollen, bin mal gespannt, was daraus wird. Ist ein einheimisches und ausdauerndes Mohngewächs. Das erkennst du dann an den Blättern, die dann kommen. An den Blüten nicht, an den Blättern, weil die sind dann eher, schau dir mal einen Klatschmohn an, und von der Blattkonstruktion her, von der Blattart her sind die eher ähnlich. Die werden 3 cm hoch, haben dann so kleine Röhrenblütchen und sie blühen weiß bis purpur, gibt auch verschiedene Zuchtformen, und die bilden halt zum Schluss her so kleine Schoten aus, wie halt auch so Schmetterlingsblütler das machen, und da drin sind halt die Samenkapseln, und die werden dann im Beet verteilt, und dann werden die dann im Folgejahr fangen an zu blühen. Ansonsten, die Verbreitung findet, die verteilen sich ja im Beet, habe ich gerade gesagt, die Verbreitung findet durch Ameisen statt, weil die Ameisen sammeln den Samen, die haben hinten so ein Elaiosom dran, und das ist sehr energiereich für die Ameisen. Die nehmen die Pflanzen, den Samen damit im Bau, und dann irgendwann brauchen die Platz, und dann wird entsorgt auf die Müllhalde, und da wachsen die dann halt. Ne? Und so ist das Prinzip von der Samenverbreitung. Wie gesagt, es ist ein Zwiebelblüher, die kann dann mit der Zeit, mit den Jahren dichte Teppiche bilden, ist für den Halbschatten und Schatten wunderbar geeignet. Sonne kannst du vergessen, da gibt es aber andere. Das war jetzt hier Corydalis cava, da gibt es noch eine Corydalis solida. Das ist der gefiederte Lerchensporn, der ist für die Sonne. Und der hohle Lerchensporn, der blüht von März bis Mai. Bei mir wahrscheinlich eher so im März, April rum, weil bei uns ist es relativ warm. Und in Deutschland kommt er noch sehr, sehr häufig vor. An ihm gehen bis zu 7 verschiedene Wildbienenarten dran. Und er hat in Relation gesehen zur Waldwicke wieder sehr viel Pollen, aber dafür relativ wenig Nektar. 1 von 4 Nektar und 3 von 4 an Pollen. Nummer 10. Ausdauerndes Silberblatt. Lunaria rediviva. Es gibt einmal das Ausdauernde Silberblatt, und dann gibt es aber noch Lunaria, das ist eine einjährige Form, die weiß ich gar nicht, das ist Mondviole, ist mir entfallen, das ist die einjährige Form. Musst du aufpassen, wenn du die mal kaufst, dass du die richtige kaufst. Das ist ein mittlerweile aber relativ seltenes Kreuzblütlergewächs, und das Ausdauernde Silberblatt ist ein mehrjähriges. Du kennst vielleicht aus so einem Naturpflanzen-Deko-Bereich diese silbernen Samenstände. Das ist das. Die sind so silberne Taler, da sind so ein paar Samen drin. Das ist dann das ist der Samenstand von der wilden Mondviole oder dem ausdauernden Silberblatt. So heißt sie nämlich auch. Die Blüten sind so in Violettton, und die haben einen intensiven Duft. Was auch
sehr schön ist, weil der gerade auch, soweit ich weiß, abends dann eher zur Geltung kommt. Und dann hast du halt abends nochmal so eine schöne Duftkomponente, wenn du dich abends im Garten auch aufhalten solltest. Die Pflanze wird zwar von Bienen bestäubt, aber von hauptsächlich oder von viel von Nachtfaltern. Deswegen bildet sich auch abends den Geruch aus, weil die dann halt die Nachtfalter anlockt. Das ist ähnlich wie bei dem Seifenkraut und bei, wie steht nämlich hier, das ist Silene vulgaris, die werden auch viel von Faltern, Nachtfaltern, Schmetterlingen bestäubt. Unabhängig davon, dass die viel von Bienen und von Schmetterlingen bestäubt werden, auch von Faltern bestäubt werden, ist es halt auch eine super Pollenquelle für andere Insekten, weil es sind ja nicht nur Wildbienen und Schmetterlinge, Wildbienen, die Pollen fressen, sondern auch viele andere Insekten, wie Käfer, Beispiel, ich glaube, der Rosenkäfer frisst ganz gerne Pollen, bin mir jetzt aber nicht sicher bei der Aussage. Und genau, was ich gerade gesagt habe zu dem Deko-Bereich, die Samenstellen lassen sich super trocknen und als Deko verwenden. Die wird ungefähr 1,40 Meter hoch, 5 cm bildet sie einen Durchmesser an der Pflanze, auch perfekt für den Halbschatten und Schatten. Boden sollte ja frisch sein, also normaler Gartenboden reicht da vollkommen aus, da kann auch mal leicht trocken sein, aber ich würde nicht austrocknen lassen, von daher. Für Wildbienen, die wird von bis zu 37 verschiedenen Wildbienen angeflogen und 4 Raupenarten fressen an dieser, an der Mondviole oder einem ausdauernden Silberblatt. Von daher ist es schon sehr gut, sehr gut. Bildet auf jeden Fall einen sehr schönen Mehrwert. So, Top 10 sind durch. Ich habe gedacht, mache ich nochmal einen Bonus für euch. Und zwar schwarze Nieswurz, Christrose, Schneerose. Das Weiße. Ich würde aufpassen beim Handel. Nicht alles, wo Christ Schneerose dran steht, ist auch Schneerose. Ich würde dann echt lieber entweder online Sorten reinkaufen, weil die meisten Gärtnereien oder Gartencenter haben halt irgendwelche holländische Massenware. Ich nichts gegen die Holländer, aber da musst du halt aufpassen, dass du da halt wirklich sortenreine Sachen bekommst. Weil danach hast du dann irgendwann eine Helleborus, hast nicht die Original Helleborus Niger, das ist der lateinische Name, sondern hast vielleicht eine Helleborus Orientalis Mischung oder sowas, die dann halt weiß blüht und das ist halt nicht ganz so cool. Gerade dann, wenn du es auf einheimische Pflanzen Wert legst. Die Christrose oder Schneerose, die kommt ursprünglich aus dem Alpenbereich, aus dem Alpenraum, ist auch ein Hahnfußgewächs. Musst du mal auf die Blätter achten, das sind so fünfzählige Blätter. Und die Blätter sind so eher ledrig, so nicht fleischig, aber so fester ledrig, nicht weich. Und die blüht schon im Januar. Ich muss mal gerade gucken. Die hier blühen noch nicht, aber ich sehe hier schon Samenstände unten. Und mein großer Horst da hinten, der sieht gerade ein bisschen zusammengefallen aus, da müssten wir gleich mal gucken, vielleicht sehen wir da was. Und das ist halt auch eine Pflanze, die blüht wirklich in warmen Jahren, kann die sogar schon teilweise im Dezember anfangen, aber meistens so im Januar rum und die blüht dann bei mir jetzt zum Beispiel am Niederrhein definitiv bis März und dann vielleicht sogar manchmal noch im April so mit einer schwachen Nachblüte und dann siehst du schon diese dicken Samenstände daran. Wenn du die in Ruhe lässt und nicht großartig ausgräbst oder sonst irgendwas machst, dann kann die Pflanze auch schon mal bis zu 20 Jahre alt werden, was wirklich ordentlich ist für so eine kleine Staude. Bei Bäumen ist das kein Ding, aber bei Sträuchern, aber bei so Stauden auf jeden Fall. Und ansonsten, die heißt ja schwarze Nieswurz. Man hat früher das in Schnupftabak bzw. das als Niespulver verwendet, diese Pflanze. Und deswegen kommt der Name daher. Die passt auch wunderbar zur Unterpflanzung von Bäumen, von Mauern, von dunklen Ecken, die früh im Frühjahr halt auch mit einer weißen Blüte erhellt werden sollen. Das kann man ja wunderschön machen mit weißen Blüten, dunkle Bereiche erhellen. Und deswegen eignet die sich schon echt wunderbar. In Deutschland kommt die mittlerweile wild nur noch sehr, sehr selten vor. Bietet aber, wenn du die im Garten hast, für 20 verschiedene Wildbienenarten ein Nektarangebot. Nektar und Pollen sind bei der Nektar 2 von 4, Pollen 3 von 4. Und bietet halt auch durch diese frühe
ich kann es nicht oft genug sagen, durch diesen frühen, das frühe Angebot wirklich einen Mehrwert für frühblühende Bienen oder halt für frühfliegende Wildbienen oder halt auch Hummeln. Das sind ja auch Wildbienen. Ja, und das gleiche mit den Ameisen, mit dem Elaiosom, das gleiche Spiel. Ne? Also Ameisen vermehren die ganz gut in deinem Garten, wenn du sie lässt. So, wie ich am Anfang angekündigt habe, und das sage ich dir jetzt auch nochmal, wenn du es bis hierhin geschafft hast und dran geblieben bist, wenn ich nochmal ein extra Video machen soll, nur für Pflanzen, die im Schatten wachsen, aber die, aufgrund ihrer Nichtblüte einen ökologischen Mehrwert haben, durch Struktur und allem drum und dran, dann schreib mal einen Kommentar oder gib mir unter dem, ich werde einen Kommentar reinmachen, gib mir mal einen Daumen hoch. Dann mache ich mal ein Video fertig für Nichtblühpflanzen für den Schatten und dann kannst du das auch gerne mal angucken. In dem Fall nenne ich jetzt die zwei Gräser und ich habe jetzt hier die Waldsäge. Carex sylvatica. Ist ein einheimisches Sauergras, kommt hier in Deutschland noch häufig in Wäldern vor, benötigt nährstoffreichen, aber eher sauren Lehmboden, kalkmeidend, also wenn du viel Kalk hast oder falls du keinen Naturgarten hast und Rasen hast und du kalkst den Rasen, das ist eher schlecht für die Waldsäge, wenn da von deinem Streuer irgendwie mal was ins Beet kommt. Also da musst du schon ein bisschen aufpassen. Die hat aber wiederum im Winter auch ein sehr schönes wintergrünes Laub. So, da hast du einen gestalterischen Aspekt noch bei. Wird auch gar nicht mal so hoch. 50 cm wird sie hoch und 30 cm ungefähr Durchmesser bildet sie der Horst als Pflanze, als Einzelpflanze. Und wenn du davon mehrere hast, hast du halt schon wirklich einen großen flächendeckenden Aspekt. Das ist aber, da die ja nicht blüht, hat die aber trotzdem einen weiteren ökologischen Mehrwert. Abgesehen davon, dass es den ganzen Winter aber blüht und Struktur hat zum Verkriechen von Käfern. Denn 13 verschiedene Raupenarten fressen an dieser Pflanze. Was wiederum ja zu befürworten ist, weil jeder will Schmetterlinge haben, aber keiner denkt an die Raupen. Und die Raupen sind die Ausgangsform eines Schmetterlings. Und deswegen müssen wir halt auch was dafür tun. Ne? Und deswegen ist halt auch ein Schmetterlingsgarten immer relativ, also schwieriger anzulegen als ein Garten für Wildbienen, weil da kannst du Nisthilfen und einen Sandhaufen machen oder Nistkästen anbringen oder sonst irgendwas. Aber bei einem Schmetterling hast du wirklich mehrere Zyklen, die du durchleben musst und musst von Futterpflanzen über Blühpflanzen nachdenken und da hast du halt wesentlich mehr Komponenten. Aber ich schweife schon wieder aus. Und die Waldsäge lässt sich wie eigentlich fast alle Waldgräser gut mit Farnen kombinieren. Als nächstes habe ich halt auch noch hier den Waldschwingel. Der heißt Festuca altissima. Und das ist eine Schwingelart. Allgemein Schwingelarten sind sowieso sehr wertvoll für Raupen. Auch diese hier, 30 verschiedene Raupenarten, gehen da dran, fressen daran. Und dieser Waldschwingel ist mal eine ganz ist man etwas imposanter, der wird bis zu 1,20 Meter hoch, also mit den Blütenständen und wird ungefähr 6 cm breit, ist auch super top frostverträglich bis zu minus 34 Grad, wächst auch wunderbar auf schattigen Plätzen. Jetzt muss ich gucken, war das die Pflanze, die ich rausgesucht hatte, die kalkverträglich ist. Dann habe ich hier, glaube ich, hier gar nicht stehen. Die Blüte aber ist von Mai bis Juli, also bildet die ihre schönen Samenstände aus. Und genau, die braucht auf jeden Fall auch einen nährstoffreichen, humosen, trockenen bis frischen Boden. Und deswegen kannst du die wirklich wunderbar in deinen Garten, in deinen Schattenbereich pflanzen. Und ja, kommt in Deutschland auch noch sehr häufig vor. Aber ganz ehrlich, kauf dir lieber Jungpflanzen oder Samen, vielleicht auch von mir, anstatt irgendwelche Pflanzen auszugraben. Das macht es auf keinen Fall, damit wir das ja nochmal erwähnt haben, ganzheitlich. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, bin ich mit dem Video fertig. Ich hoffe, die Soundeinlagen von meinen Hühnern und von meinen Enten haben dich nicht gestört. Ansonsten, wenn mich das stört, drehe ich das Video einfach nochmal neu. Dann siehst du das hier gar nicht. So, und dann würde ich sagen, schau dir gerne meine anderen Top 10 Videos an zu Schmetterlingen, Raupen, Wildbienen. Es kommen auch noch mehr. Das war ja ein Wunschvideo von euch.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.